Damals in den 90ern erschien eine Cartoon-Serie von Disney auf dem Markt, die wahrscheinlich deine Kindheit geprägt hat, auf jeden Fall meine. Wovon rede ich natürlich? Von den DuckTales. Ich bin Dennis, ihr seid hier auf NerdTales und eine neue Folge Nerdschule ist am Start. Kinder, setzt euch hin und bleibt bis zum Schluss dran, wenn ihr was gelernt habt, nämlich da gibt es ein fettes Gewinnspiel am Ende. Ja Leute, meine Kindheit bestand am Wochenende aus Cartoon-Serien, Cornflakes und natürlich den TV. Da gehört ja auch 100% die DuckTales dazu, neben Darkwing Duck, Baloo und seine Crew die Highlights von Disney in dieser Form. Leider werden heute solche Cartoon-Serien neu auferlebt oder verändert. Wir finden nur mit diesem Video heraus, ob es der Fall ist und vielleicht die Neuauflage besser sein kann. Also, los geht's! Was natürlich auf den ersten Blick erstmal auffällt, ist das Intro. Von der alten US-amerikanischen Cartoon-Serie zu DuckTales Neues aus Entenhausen aus dem Jahre 1987 bis 1990 ist Kult. Die Titelmusik wurde von Mark Müller eingesungen. Natürlich ein klasse Lied, hört einfach mal hinein. Jetzt kommt aber die Änderung im Reboot von 2017. Die Titelmusik von DuckTales wurde von der Songwriterin Felicia Barton gesungen. Dazu textete man mit Mark Forster, der ein riesen DuckTales-Fan ist, diesen Titelsong um, dass sogar Goofy und Pluto im Song vorkommen. Aber gar nicht in der Serie. So schlecht ist es aber meiner Meinung nach nicht. Man kann sich jetzt ganz gut anhören von Mark Forster. Aber ganz klar bleibt das Original unangefochten. Jeden Tag gibt's neue wilde DuckTales. Wenn man sich beide Cartoon-Serien genauer anschaut, bemerkt man eigentlich kaum krasse Veränderungen. Klar sind die Zeichnungen im Original schön in der Tiefe und im Detailgrad koloriert gezeichnet, weisen auch mehr Arbeit und Leistung auf, aber das Reboot zeigt sich mit leicht veränderten Charakterdesigns und überspitzten Zeichnungen. Zum Glück wurden die Hintergründe nicht animiert, das kann man den Disney-Konzern hoch anrechnen. Für mich in diesem Fall ein Stechen. Dazu sind die Charaktere fast gleich geblieben, nur mit Ausnahmen, dass ein Donald Duck nunmehr von der Partie ist. Nur Nikki Thundercrack ist nun eine kleine Draufgängerin, aber im Original eher schüchtern. Mit der alten DuckTales-Serie kam man auf 32 Protagonisten und Antagonisten, in der neuen hat man aber zwei Charaktere mehr. Da geht der Punkt meiner Meinung nach an das Reboot, weil mal als Fan hat man mehr von den Charakteren. Die Handlungen bleiben sich auch fast beide treu. Dagobert Duck sucht sich mit seinen Enkel Tick, Trick und Track nach Schätzen im vielen Abenteuern. Also merkt ihr noch, er will immer noch das gleiche haben, er will reicher werden, bis er eigentlich schon ist, aber egal. Nun ist aber im Reboot auch halt Donald Duck viel an Bord. Diese bedienen sich sogar lose an den Dagobert Duck Comics von Carl Barks. Was natürlich nicht zu vermeiden ist, ist im Reboot die moderne Technik mit Smartphones etc. Leider geht der alte Charme der Originalserie mit dem Pfadfinderbuch Fehler in Fieses Schweif dadurch flöten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Punkt an die alte Serie. Bei dem Punkt Synchronsprecher oder eher gesagt der Synchronisation gehe ich jetzt gar nicht so weit darauf ein, weil es lässt sich gar nicht vermeiden, nach diesen ganzen Jahren überhaupt neue Synchronsprecher einzusetzen. Sogar ein Oliver Rohrbeck hat trotzdem noch als Daniel Düsentrieb eine Rolle bekommen, das finde ich sehr gut, aber das werde ich jetzt hier nicht weiter besprechen. Aber im Ganzen kann man sagen, dass sich beide DuckTales, sei es alt oder neu, kaum geändert haben. Klar ist es, dass man auf das jüngere Publikum abzielt. Ich habe dann lieber sowas als schreckliche animierte Kinderserien à la sei es Biene Maya oder so. Somit gewinnen für mich meiner Meinung nach beide, weil sie haben schon mit ihren Punkten sehr überzeugt. Ja, was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare damit und weiter jetzt mit meiner Verlosung. So, da sind wir am Schluss angekommen und ich würde sagen, ich hoffe mal, das war ein informatives Video für euch. Wer gewonnen hat, für mich immer noch ganz klar die alte Serie, weil ich bin ja vom alten Degen, vom alten Eisen und ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal kurz nochmal über das Gewinnspiel reden, was ihr gewinnen könnt. Ihr könnt nämlich diese Preise hier gewinnen. Seht ihr, ihr könnt ein Fanpaket auf diesem Kanal gewinnen. Natürlich die gängigen Methoden, die jetzt hier stehen, müsst ihr einhalten, um das zu gewinnen. Ja, da steht natürlich auch die Laufzeit. Und wenn ihr noch auf Facebook geht, da gibt es nämlich noch einen sehr geilen, tollen Preis zu gewinnen. Nämlich einmal eine Forex-Platte mit diesem Poster von den DuckTales aus dem Reboot von 2017. Mit einer Unterschrift, nämlich von welcher? Von Mark Forster, ja! Die hat mir Disney zugeschickt bekommen. Nochmal, wie gesagt, Dankeschön für diese geile Kooperation. Hat ein bisschen länger gedauert, ein bisschen erkältet, alles Mögliche. War letztes Jahr nicht so die Zeit gewesen. Das sollte ja auch vernünftig werden. Aber ich glaube mal, das sind geile Preise. Und ich glaube, ihr seid auch ein bisschen schlauer geworden in dieser Nerdschule hier. Ich hoffe mal, euch hat die erste Folge gefallen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr dazu überdenkt, über die DuckTales. Ja, und lasst euch ein Abo da, wenn ihr noch kein da gelassen habt. Für geilen Scheiß, den ihr nicht mehr hier verpassen werdet. Ja, ich bin Dennis, ich bin raus und würde sagen, bis dann und ciao und bam.